Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily und die Hochzeitsreise. Und jetzt wissen wir auch, warum Evelyn so guckt. Und ich hoffe doch stark, wir werden den großartigen John Tones jetzt endlich mal kennenlernen. Der Name John Tones ist schon gut. Okay, Level 4. Was kaufen wir? Ich weiß, was ich kaufen will. Kann ich das jetzt endlich kaufen? Ich weiß nicht mehr, wie teuer das war. Die Küche. Sehr schön. Dankeschön. Und go. Oh, er wird das hier hassen. Liebling, ich bin mir sicher, dass alles wunderbar passt. Edward, er ist nicht mehr der Junge von früher, der in Bars und auf Abschiedsfeiern singt. Wir sprechen von John Tones. Er tritt in Las Vegas und Atlantic City auf. Ich habe gehört, dass sogar die Königin von England ihn um eine private Show gebeten hat. Jawohl, die Königin, die Queen, Edward. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass er auf dieser Kreuzfahrt nicht auf die Queen treffen wird. Edward, zieh dich nur um. Er wird uns für Landeier halten. Tut mir leid, Edward. Ich will nur, dass alles perfekt ist. Ich weiß, Schatz, ich weiß. Ich repariere das Willkommensschild auf der Bühne. Okay. Die Queen, Edward, Mensch. Die Queen. Oh, und wir haben unser erstes Gemüse hier. Spargel. Oh, ihr beiden, ne? Ihr geht direkt dahin. So, ich werde hier auffüllen. So, ihr wollt die Rippchen und den Blaubeerpfannkuchen, alles klar. Und Kartoffeln. Oh ja, Kartoffeln. Da oben bitte. Und dann nehme ich das noch mit und die Rippchen hier. Oh, jetzt wird aber voll hier. Die Kartoffeln holen, dann wollt ihr da hinten das und das, okay? Kein Problem. Jetzt wird es aber voll hier. Ich werde gleich nochmal Fleisch bestellen. So, dann werden wir hier Patrick gleich mal abkassieren. Fleisch. Oh, Schildkröte! Ach, und ich muss das Schild bauen. Oh Gott, warum sagt denn keiner was? Oh, wir haben Zucker. Zum Kaffee. Okay, warte. Das und das zu euch. Ich muss das Schild aufbauen. Edward. Oh, da ist die Maus. Sehr schön. Moment, baue ich noch, ne? Wartet mal. Oh, und wir haben Eis. Eis. Okay, bitteschön. Dankeschön. Wiedersehen. So, da oben wird... Oh, wir haben das goldene Herz schon. Das ist super. Das ist super. Dann brauche ich mich um die beiden ja nicht mehr kümmern. So, Kartoffel und Getränk für dich. Und dann gleich zum Schild wieder da hoch. Oh Mann, ey. Hätte ich jetzt echt fast vergessen. Das wäre aber peinlich geworden hier, ne? Kartoffeln bei Gelegenheit nachfüllen. Ja, vielleicht jetzt, wo es hier gerade ein bisschen ruhig ist. Ja, ja, da kommen nämlich schon wieder die Nächsten. Alles klar. Und auf zum Schild. Maus haben wir, goldenes Herz haben wir. Wunderbar. So, ihr wollt Kartoffeln und die Rippchen, bringe ich euch. Ja, jetzt musst du zur Kasse kommen, wo ich Edward gerade da hochgeschickt habe, ne? Ja, warte einen Moment. Bis 50, ne? So, jetzt komm. Ja, jetzt hat sie natürlich eine Münze verloren. So, was? Einmal mit Zucker und Keks, einmal nur mit Keks und das Getränk. Okay, und dann flitze ich gleich nochmal da hoch. Hier wird aufgeräumt. Mal gucken, was er möchte. Fleisch und Waffel. Nein, eine Waffel mit Nein. Oh, ja. Total doof verklickt gerade. Ich wollte ihn anklicken, habe die Kasse angeklickt. Naja. So. Da oben. Oh Gott, ja, da haben wir es bald. Das ist schön. So, hier wird aufgeräumt. Dann, warte, Kaffee mit Keks und Kartoffel für dich. Bitteschön. Ich order mal Kartoffeln nach. Ich traue dem Braten hier nicht. So, dankeschön. Ha, seht ihr mal, als hätte ich es geahnt. Sie will Kartoffeln. So, auf zum Schild, Edward. Oh, das wird aber schick hier. Ach, guck mal. Ah, cool. Willkommen, John Tones, Sänger. Das muss man jetzt extra nochmal dazu schreiben, dass es sich um einen Sänger handelt. Wo der ja total berühmt ist und in Las Vegas und Atlantic City auftritt. Für die, die ihn halt nicht kennen. Ja, sehr schön, haben wir das fertig. Das ist super.
Und es leuchtet sogar richtig schick, Edward. Hast du richtig schön gemacht. Muss ich ja mal sagen. Wir könnten Fleisch bestellen, sehe ich gerade, ne? So, da wird aufgeräumt, Evelyn. Was möchtest du, junger Mann? Na komm, so, das und die Rippchen, alles klar. Und da wird auch wieder aufgeräumt. Und die Lady hier drüben im schicken Kleid, was möchte die? Sie möchte Spargel mit Kartoffeln. Sehr gerne. Okay. Also auf John Tones bin ich ja wirklich sehr gespannt. Oh Gott, was wollen die alle? Das und das und das? Und die Rippchen, habe ich alles? Ja. Ich habe alles. Ja, Kartoffeln nachbestellen. Dankeschön. Und du möchtest hier den Schinken. Okay, kommt. Schinkenschwein. Halbes Schinkenschwein. Ah, da war wieder eine Schildkröte. Aufräumen, Evelyn. Nicht träumen. Was möchtest du, junger Mann? Na? Ja, langsam wird es schwierig, ne? Sich hier zu entscheiden. Ich verstehe das. Fleisch werde ich ordern. Ihn werde ich kassieren in der Zeit. So, Fleisch ist fertig. Gemüse werde ich ordern. Also da kommen anscheinend noch Bohnen und Karotten dazu. Könnte ich mir vorstellen. Wenn man dem Bild glauben darf. So, eine Torte und Kaffee mit Keks. Kommt sofort. Und ja, dich kassiere ich auch direkt. Der braucht ja wieder ewig hier, um sich zu entscheiden. Na, und er möchte die Rippchen und Kaffee mit Zucker und Keks. Okay. Okili dokili. So, Dreiertisch. Was darf es denn sein? Das, den Spargel und die Kartoffeln. Eine hervorragende Wahl, ihr Lieben. Dum, da, da, da. Da, da, da. Oh, was? Das und das, das und das und das. Okay, bekommst du von mir. Kommt ihr zum Bezahlen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ihr futtert da noch. Doch, sie kommen, das ist schön. So, dann wird hier kassiert. Und sie möchte einen Spieß und eine Torte. Ich hoffe, du isst das nacheinander und nicht zusammen. Könnte komisch schmecken. Und ihr beiden da oben, ihr wollt Kaffee. Kein Problem, bringe ich euch. Also es läuft hier ganz gut. Wir haben zwar echt viele Kleinigkeiten, finde ich, ne? So insgesamt, vor allen Dingen hier natürlich. Und hier oben ist es auch noch mal ein bisschen tricky, aber es läuft gut. So, das und das und die Kartoffeln, kommt. So, da wird aufgeräumt und hier machen wir eine Kombo. Dankeschön. Ersten Stern haben wir gleich. Und du möchtest nur ein Getränk. Alles klar. Aber bitte schütt es nicht hier in die Klavierseiten nach Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. So, junger Mann. Du möchtest das halbe Schwein und das Getränk. Alles klar. Kein Problem. Dann kannst du auch schon gehen. Vielleicht kann ich hier mit dem mit ihr eine Kombo machen und mit der Omi. Das wäre nicht schlecht, wenn die Dame sich mal entscheiden würde. So, das halbe Schwein und ein Getränk, sehr gerne. Ein bisschen haben wir noch geöffnet. Ich hoffe, es kommen auch noch ein paar Leute hier. Möchte doch gerne den goldenen Stern da oben haben. So, halbes Schwein und Kartoffel für dich. Ich werde nochmal Kartoffeln nachbestellen gerade. Und Fleisch vielleicht auch nochmal, ne? Das ist da ein Dreiertisch. Wer weiß, was die haben wollen. So, ja, der neue Aufzug. Der ist super, ne? Der geht richtig flott hier. So, die Kartoffeln. Seht ihr, habe ich mir doch gedacht, dass die nochmal Fleisch und Kartoffeln wollen. So, und du möchtest auch Fleisch. Natürlich. Kommen die jetzt hier runter? Das ist die Frage aller Fragen. Ich mache ihr einfach mal ihren Pfannkuchen und ihre Torte. Ja, jetzt hat er eh verloren. Ich warte jetzt auf die. Oh, jetzt blockiert die. Alter. Mann.
Jetzt hast du mir hier die schöne Kombo blockiert. Warum? Kannst du mir doch nicht antun. Ich habe extra gewartet. Ich bestelle nochmal Fleisch. Jetzt haben wir da einen Vierertisch. Nicht, dass die alle ein und dasselbe wollen. Nein, wollen sie nicht. Sie wollen Kaffee, das Eis, Kartoffeln, Blaubeeren. Okay. Och Mann, das hätte so eine schöne Dreier-Kombo geben können, aber nein. Schade, dass die nicht... Nee, ist Quatsch. Konnten ja nicht nachrücken. Ich wollte jetzt sagen, schade, dass die nicht nachrücken, aber sie konnten ja gar nicht nachrücken. Es war ja besetzt. Naja. Schade, dass wir nicht einen vierten Platz haben. So, Fleisch und Spargel für dich. Oh, ich krieg meine Dreier-Kombo. Sehr schön. Dankeschön. So, hier muss überall aufgeräumt werden, Evelyn. Was ist denn da los bei dir? Du bist in Gedanken schon bei John Tones, ne? Ja, ja, schon klar. Wow, Papa, du hast das hier echt aufgepeppt. Danke, mein Kind. Es war nicht gerade einfach, doch langsam wird es. Hey, ich habe auch geholfen. Bist du sicher, dass es gut aussieht, Emily? Mama, ganz ehrlich, ihr habt es echt toll gemacht. John Tones, nach all diesen Jahren, ob er sich an mich erinnert? Oh Gott, ey. Oh, grundgültiger. Also noch lächelt Edward. Noch. Ich bin mir nicht sicher, wie lange. Vor allen Dingen, wenn der Typ hoffentlich endlich mal auftaucht hier. Naja, vielleicht in Level 5. Naja, jetzt bin ich wieder hier. Ne? Wollte irgendwas kaufen? Was wollte ich kaufen? Ich habe es vergessen. Ach nein, das habe ich ja gekauft. Ach Gottchen, da seht ihr mal. Kronleuchter mehr Trinkgeld kann ich mir nicht leisten. Ach, den Klavierspieler, ich weiß ja nicht. Erhöht die Geduld? Sieht schön aus. Na, komm mal her. Wir kaufen das mal. Und wir kaufen die Blume für irgendwas, die Topfpflanze. Für irgendwas muss ich mein Geld ja ausgeben, ne? Da ist er. John, du bist wirklich gekommen. Kennen wir uns, schöne Frau? Aber ja. Ich bin's, Evelyn. Und Edward, wir haben alle in diesem heruntergekommenen Restaurant gearbeitet. Im Abschlussjahr, erinnerst du dich? Ja. Edward, hey, schön dich wiederzusehen. John, du erinnerst dich an Edward, aber nicht an mich? Wir waren zusammen. Du hast zu mir gesagt, dass ich die schönsten Augen habe, die du je gesehen hast. Oh, Evelyn, natürlich. Du bist immer noch so schön wie am ersten Tag. Ach, hör auf. Der hat doch keine Ahnung, wer sie ist, oder? Der hat doch keinen Plan. So, komm hier, wir füllen mal hier auf. Geil, so, zweimal hier Kartoffeln, das nehme ich mit, dann die Torte und den Blaubeerpfannkuchen für dich, bitteschön. Dann bestelle ich gleich Fleisch. Ach, ihr beide da hinten, ne? Ihr macht mich ganz nervös. So, ich brauche das und das Getränk für ihn. So, Kartoffeln für Patrick und Emily, dann wird hier kassiert. Warum müssen die beiden auch so weit hier in der Ecke sitzen, oder? Jetzt mal wirklich. Also, ihr wollt das, den Spargel, die Torte und Blaubeerpfannkuchen. Okay, da wird aufgeräumt. Dann brauche ich noch einen Pfannkuchen und ein Getränk für euch da hinten. So, ihr beiden. Nee, ihr kommt hier gleich hin, bevor da... Ach, hier hinten haben wir jetzt auch noch einen Tisch. Da könnte ich die beiden natürlich auch gut hin. Wo ist die Maus? Wo ist... Maus? Ja, ich habe sie gehört. Wo ist die Maus? So, das ist für euch. Dann hole ich den Spargel, noch einen Kaffee mit Keks für dich. Der wird aufgeräumt. Wo war die Maus? Ich bestelle mal gerade Gemüse. Da wird aufgeräumt. Kassieren. So, das nehme ich mit. Das und das für dich. Sehr schön. Oh, wir haben das goldene Herz. Sehr schön. Aber auf die Maus, da müssen wir gleich nochmal gucken. Jetzt kann ich die Fische gar nicht mehr sehen wegen dem doofen Schild. Wegen dem doofen, schönen Schild. Kaffee mit Keks. Stopp, bitte. Ich habe eindeutig
habe ich diese blöde Maus gehört. Aber wo? Wo? Das gibt es doch nicht. Warte mal, jetzt habe ich den Kaffee. Ich brauche das Getränk. Das gibt es doch nicht. Wo ist das Viech? So, das, das und das wollt ihr. Getränk und zwei Pfannkuchen. Okay, bringe ich euch. Das macht mich ja jetzt nervös. So, Kartoffeln und das Getränk für dich. Ja, hier kassieren wir, da wird aufgeräumt. Evelyn, du brauchst gar nicht hier anrücken. Du kannst gleich weitermachen da. So, warte mal. Spargel und Pfannkuchen hier. Ach, da liegen die Kartoffeln noch. Ach Gottchen. Fast vergessen. Fahren die dann wieder weg, wenn ich die vergesse? Fahren die wieder in die Kombüse? Könnte natürlich sein. Nee, 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 stopp. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, ist blöd, wenn die jetzt dahinter ist. Alter. Ich sehe die nicht. Ah, da. Mein Gott. Wie gemein, ey. So, die Kartoffel. Und den Kaffee mit Keks für euch. Wie gemein hier. Oh, böse, böse Maus. So, was wollt ihr denn alle? Ihr wollt das. Ihr wollt, ach guck mal, wir haben Bohnen, Spargel und dann wollen sie noch ein Rippchen. Ich muss Fleisch bestellen, ganz dringend. Wir haben Bohnen dazu bekommen. Seht ihr mal. So, Kartoffel und Kaffee mit Keks für dich. Da wird aufgeräumt. Und kassieren, jawohl. Evelyn, dahin. So, hier wird auch gleich noch kassiert. Und du möchtest Kartoffel und Pfannkuchen mit Blaubeeren. Alles klar. Ah, die sieht aber auch lecker aus, ne? Irgendwie entweder mit Käse überbacken oder mit Schmand und Schnittlauch gefüllt. Ah, sehr lecker. Das ist eigentlich auch eine, also wenn man so eine Schmandkartoffel bestellt in Alufolie, das ist eine Hauptmahlzeit, ne? Da kann man satt von werden. Vielleicht noch ein Salat dazu, aber das reicht auch völlig, ne? Das stopft so dermaßen und das können wir auch gleich mal nachbestellen. Aber er ist schon sehr lecker. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So eine Folienkartoffel mit Schmand. Muah. Ja. So, das und das. Und ein Kaffee mit Keks für euch. Und ihr wollt das, dass den Spargel und ein Stück Torte, bitteschön, kommt. Ja, ja, ihr Lieben, so ist das hier. Hier kriegt man immer Appetit gemacht bei den Spielen, ganz schlimm. Weil es sieht auch immer alles gut aus hier, oder? Müsst ihr jetzt mal zugeben, ne? So, kommt hier noch einer? Ja, komm mal ein bisschen schneller, Opa. Oh, jetzt hat der da echt schon wieder eine Münze verloren. Wegen der einen Nanosekunde. Ist doch frech. Naja, habe ich trotzdem noch meine Kombo bekommen. Wir bestellen mal Gemüse nach. Und dann bestellen wir auch gleich noch Fleisch nach. Nicht, dass wir hier Engpässe kriegen. Wäre blöd. Ich frage mich, wie viel von dem Essen unten in der Küche gelagert ist. Dass ich hier alles bestellen kann, wie der wilde Wahnsinn. Ich meine, irgendwann, wir sind auf einem Schiff. Also, wir haben auch noch nicht angelegt oder irgend sowas. Irgendwann werden die Vorräte ja mal zu Ende sein. Wenn ich hier dauernd Futter bestelle, also, ne? Wisst ihr, was ich sagen will? So, das und das noch für dich. Hätte ich auch eine Dreier-Kombo machen können, aber okay. Habe ich verpasst. Dum, 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 dum. So, ein Eis und Spargel. Bitte schön, da wird aufgeräumt. Und hier wird kassiert. Bestellen wir was nach. Ja, Gemüse. Der Spargel geht ja auch ganz gut. Ne? So, warte mal, du möchtest das und das. Bitte schön, dann hole ich mal den Spargel da raus. Ah, wieder zu früh. Ach, Manno, ich hatte den Finger hier am Abzug an der Kasse. Ach Mann, so. Dann liegt er so da und der Finger liegt auf der Taste und aber immer zuckt es im Finger und dann hat man schon geklickt.
Ich kann schon wieder Fleisch nachbestellen. Ach ja, ja, ja. Und Kartoffeln eigentlich auch, ne? Machen wir auch. Sicher ist sicher. So, Dankeschön, liebe Küche. So, Blaubeerpfannkuchen und Spargel für dich. Da wird aufgeräumt. Und jetzt hier, Kombo. Und ein Vierertisch. Und die möchten das. Sie möchten das. Eine Kartoffel. Pfannkuchen mit Sahne. Alles klar, kommt. Was kann ich für den jungen Mann hier vorne tun? Oh, der möchte Fleisch satt. Alles klar, sollst du bekommen. Dun, dun, dun. Können gern noch ein paar Leute kommen. Ich habe noch Plätze frei. So, ein Spieß und ein Eis. Und das Eis geht nicht so oft, ne? Ja, jetzt kommt er wieder zur Kasse. Ach, Mann. Also ich hab's noch nicht so raus hier mit den Kassenkombos. Kann man jetzt echt nicht behaupten, ne? So, warte, das, das und das. Dann den Pfannkuchen mit Sahne, die Rippchen und... Ach so, noch ein Pfannkuchen. Ach, ist ja blöd. Naja. Hier, bitteschön. So, ein Spieß und eine Torte. Für dich. Du kannst gehen. Vielleicht kann ich jetzt mal hier mit den beiden eine Gruppe machen. Eine Kombo machen. Eine Gruppe. Oh, Bohnen. Auch eher selten verlangt die Bohnen bis jetzt, ne? So, sie kommt zur Kasse und bezahlt. Das ist super. Jawohl. Da haben wir den Stern. Und ihr wollt Kartoffeln und Torte und Kaffee mit Keks. Alles klar. Stelle ich nochmal Fleisch an. Wenn sie jetzt drei Spieße will. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber hey. Warte, Kartoffel und Kaffee mit allem. Da kommt auch noch was dazu. Da bin ich gespannt, was das ist. So, wir haben den goldenen Stern. Wir warten jetzt hier. So, das und das für die Lady in der Mitte. Da geht die Evelyn nochmal hin und ich kassiere hier. Sehr schön. Haben wir es wieder. Oh, John, hör auf. Alles okay, Papa? Mir geht's gut, wenn ich mir nur nicht die beiden da die ganze Reise über anschauen müsste. Ja. John. Geht es dir denn gut, Emily? Du bist nicht so munter wie sonst. Papa, dir kann man einfach nichts vormachen, oder? Es geht um Patrick. Alles ist wunderbar, doch es ist so, als hätte er unser ganzes Leben vorausgeplant. Und du hast das nicht? Du warst doch schon immer mein Mädchen mit den großen Plänen. Patrick ist ein guter Kerl. Wenn dich etwas an ihm stört, such dir einen ruhigen Ort und sprich mit ihm. Oh, John. Oh, Papa. Danke, Papa. Du bist der Beste. Was machen die da hinten? Was ist da hinten los, ihr Lieben? Also ich bin wirklich gespannt, wie lange Edward sich das anschaut. Ganz ehrlich. So, Edward und Evelyn. Edward braucht zum Glücklichsein nur seine Zeitung. Mit seiner Frau legt man sich lieber nicht an. Das bringt nämlich sein Blut in Wallung. Okay. Und Episode 5 steht an. Verrückt nach Kindern. Aha. Oh, der Kinderclub. Okay, cool. Aber das, ihr Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.